Yeah! Hammer. Ihr habt's gesehen, wir sind genau durch das Spinnennetz gefallen. Guck mal, noch eine goldene Skulltula. Was passiert jetzt hier? Aha, und da öffnet sich diese Tür jetzt damit. Alles klar. Ich möchte natürlich jetzt hier erstmal alle mitnehmen. Ich bin mir sicher, dass ich nicht alle im ersten Anlauf mitbekommen werde, weil ich mich nicht mehr wirklich so gut erinnern kann, wo alle Skulltulas sind. Na, zwei, oder? So, wie komme ich da ran? So komme ich da ran. Alles klar. Da war noch eine, ne? Oder ist das eine normale? Ups. So, hier unten ist noch so eine Dekoblume, die nicht umsonst da ist. Kommst du? Warte mal, das war das auf Y, ne? So. Weil die ist dazu da, dass wir Dekostäbe bekommen. Die sind nämlich auch wichtig. Ich will aber erstmal die Skulltula hier. Die goldene erkennt man dran, die hat dann eben nicht diesen Schädel, sondern die hat diesen goldenen Panzer drüber. Weil der Schädel ist unter dem Panzer. Drei haben wir schon. Drei von 100. Das ist doch was. Die Skulltula. So. Das Rätsel hier, da musste ich damals, glaube ich, auch ein bisschen nachdenken, aber so heftig ist es nicht. Wir wollen hier durch diese Tür hindurch, aber Spinnennetz ist davor. Spinnennetz haben wir schon gesehen, es verbrennt durch, durch Einsatz der Dekostäbe. Was wir hier auch machen, hier aufpassen, weil hier können wir auf dem Wasser entlanglaufen, wo es noch schön flach ist. Wir laufen mal hier kurz ran und guck mal. Sehr schön. Wieder löschen. Keinen Dekustab verbrauchen. Machen wir die Tür und hier wird's ja, so langsam. So, spuck mal. Ups, im letzten Moment erst hochgenommen. Nein, nein, dich kriege ich, dich kriege ich. So. Vergib mir, Herr, ich werde es nicht wieder tun. Lasst mich fragen, ich gebe ein Geheimnis vor. Ja, dann geh mal, ja. Nie werdet ihr meine Brüder bezwingen, wenn ihr sie nicht... Ah, sehr wichtig, in der richtigen Reihenfolge. Alles klar, also. Zwei, drei, eins. Rechts vor links, aber die goldene Mitte geht vor. Also. Mitte, rechts, links. Alles klar. Bin ich jetzt ein Verräter? Ja, das bist du. Verräterschwein. So. Auch wichtig, die Tür, die Augen. Immer wenn ihr einen seht, sicherheitshalber reinschießen. Also das Gegenteil von dem, was man machen sollte in der echten Welt. Hier schießt man im besten Fall dann direkt rein. Okay. Oh Gott. Jetzt wird's anstrengend. Alright. Unter Wasser tauchen, ne? Achso, alles klar. Wir müssen das Wasser ja erstmal ablassen. Ups. So, hier müssen wir noch drüber sein. Alles klar. Ist natürlich relativ basic. Oder, na, wir lassen das Wasser nicht runter, sondern ein bisschen tiefer, sodass wir rüberrollen können. Scheiße. Oh, shit. Oh nein, und die Uhr bimmelt. Bimmelbammelt. So, komm, 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 komm. Geh durch. Geh durch. Okay. Alles klar. Skulltula. Alright. Mit welchem 3DS spielt Gregor? Fragt sich der Chat. Mit einer speziellen Capture-Hardware, die von Nintendo mir gestellt wurde für die Arbeit. Also es gibt ja auch Hardware, die man kaufen kann, so speziell gebaute Geräte, aber leider hat der 3DS ja sonst kein Ausgabeding. Das haben wir auch dafür benutzt, zum Beispiel im TV dann die Beiträge zu machen. Und es ist zumindest eine gute Funktion oder eine gute Möglichkeit, solchen Content aufzunehmen, weil so wirklich gute Qualitätsaufnahmen hat man sonst nicht von den 3DS-Spielen. Okay, ist das hier schon soweit? Ne, noch nicht, ne? Links, rechts, Mitte. Gregor sagt das böse S-Wort. Was ist denn das böse S-Wort? Sabrina Setlur? Was ist denn das S-Wort? Oh, gehst du an? So. Das weiß ich gar nicht.
So. Und ja, ich spiele damit auf dem Fernseher Ocarina of Time. Also ich gucke nicht auf dem 3DS drauf, sondern ich habe das Bild, was durch die ganzen Capture-Karten und durchs Internet geschleift wird, dann auch auf dem Fernseher zu sehen. So habe ich auch A Link Between Worlds durchgespielt beispielsweise. Oh, Alter, waren die schon immer hier? Okay. Okay, ach ja, die explodieren doch, ne? Oder? Oder? Die kam mir jetzt ein bisschen unbekannt vor. Wahrscheinlich sahen die anders. Das sind so kleine Gomas, ne? Goma ist einer der fieseren Gegner hier. Der große Gegner gegen Ende hin. Und das sind wohl die kleinen Ausgaben von ihm. So, zack. Ups, scheiße. Ich dachte, ich hätte ihn betäubt. Ess wie Sauerbraten, ganz klar. Shenmue. Scheiße. Schnitzel. Scheiße ist doch kein böses Wort. Scheiße gehört. Kommt bei jedem raus. Jeden Tag mindestens. Wenn die Verdauung gut geht. Als Kind fand ich die Spinnenkinder voll gruselig. Ja, ich hatte Angst in Kakariko. Da gibt es ja in diesem im Skulltula-Haus diesen Typen, der halb Skulltula, halb Mensch ist. Und wow, habe ich Angst vor dem gehabt. Das ist der, zu dem man die goldenen Skulltulas dann hinbringen soll. Eieieiei. Okay. Also. Wir haben die Tür aufgemacht. Wie war das? Mitte, rechts. Ups. Ne, Moment. Ging es hier schon rüber? Was war denn hier nochmal? Okay, hier kann ich nicht rüber. Dann gehen wir dort hinten hin. Da sind mehrere Skulptur-Menschen. Ja, stimmt. Es waren mehrere. Aber insbesondere dieser eine, der sich dann auch ablässt. Das war echt scary. Wirklich scary. Oh Gott, jetzt habe ich wieder das andere S-Wort benutzt. Scary. So. Dann gehen wir mal durch. Jetzt müssten wir wieder in der Haupthalle landen. Wenn ich mich richtig erinnere. Aber auf der anderen Seite, wo wir vorher nicht rübergekommen sind. Genau, guck mal. Ups. Zack. Ein paar Dekostäbe wäre. Ich kann, wie viel kann ich denn? 8 habe ich, 10, glaube ich, kann ich mitnehmen, ne? So, und das ist hier auch so eine schöne Sache. Das hat Zelda natürlich dann eingeführt, aber es war natürlich sehr viel Spiel. Hier werden wir den Block hier runterschieben. Ups, warte mal, gedrückt. Also komm hin. Aktion. Wenn wir den Block runterschieben, haben wir die Möglichkeit, wieder sehr schnell dahin zu bekommen, auch wenn wir aus dem Dungeon rausgehen. Wir haben sozusagen die Tür geöffnet dadurch und das passierbar gemacht. Das sieht man heute natürlich auch in Spielen wie Dark Souls. Und Dark Souls ist ja auch enorm von Zelda inspiriert, nur eben ein leicht anderer Fokus. Ne? Also nicht so klassisch Puzzle-Level wie Zelda sind und wesentlich stärker auf den Kampf fixiert, aber nicht minder aufwendig gemacht. Ich spiele gerade auch Dark Souls 1 auf dem PC, obwohl ich glaube, das ist nicht ganz so gut zum Stream geeignet, weil da würdet ihr euch eher drüber abfacken, wie schlecht ich denn spiele. Als denn, dass man ein bisschen Spaß haben kann. So, wichtig ist das übrigens jetzt ja auch, dass wir das Ding runtergezogen haben. Aber ich ziehe es noch mal ein bisschen nach hinten, weil wir haben ja noch ein Spinnennetz. Ge Oh, das kann ich nicht weiter nach hinten ziehen, okay. Wir haben ja noch ein Spinnennetz. Und das können wir natürlich nicht ohne das Feuer. Ups. Oh, falsche Taste natürlich. Habe das Schwert rausgeholt aus Versehen. Wie konnte man denn mit dem Dekustab hauen? War das auf der. Nee, nicht das. Da. An. Ah, okay. Ich muss auf dem Touchscreen drücken. Auf der Taste, wo man. Ach komm. Stell mich gerade aber auch an. Ah, gut. Ich muss mich an die 3DS-Steuerung erstmal noch gewöhnen. So. So, alles klar. Und jetzt auf dem Touchscreen einmal hauen. Alles klar. Hui! Und guck mal. Ah, und jetzt? So, da sind, glaube ich, die drei Brüder, wo wir angekommen sind. Du musst dich rollen. Na gut, das Rollen. Das passt schon. Was hat Zelda nicht inspiriert?
gab bestimmt das ein oder andere Spiel. Also Mitte. So, Mitte. Rechts. Links. So, genau. Schieß, und das war richtig, oder? Woher kanntest du unser Geheimnis? Bist du ein Hellseher? Das bin ich. Hellseher und Grieche. Und Trant. So sei es denn. Ich werde dir das Geheimnis der Spinnenkönigin verraten. Ein Gegner, der sich nicht bewegt, lässt sich leichter bezwingen. Betäube sie. Alles klar. Also, der Hinweis ist, dass wir die Dekokerne benutzen zum Betäuben. Obwohl für Goma, das werden wir gleich sehen. Vergib mir, Königin. Schande über mich. Schande über dich. Du Schwein. Hey, wie er sich umdreht hier. Alright, das heißt, wir sind aber auch schon beim Boss angelangt. Na, wir sehen unten auf der Karte. Warte mal, ich check sie nochmal aus. Wir haben die Räume alle. Ah, außer den einen im Kellergeschoss. Da müssen wir nachher noch hin. Vielleicht haben wir was verpasst. Aber wir stehen kurz vor dem Boss. Und kann man hier noch speichern? Warte mal. Weiter. Also sicher ist sicher. Man fängt zwar nicht genau wieder an dem Punkt an, aber ich speichere trotzdem zur Sicherheit mal. Das war auch so ein sehr cooler Schockmoment damals. Wo ist sie? Wo ist sie? Ha, ich sehe nichts. Wo bist du denn? Ha? Was ist los? Hallo? Ich sehe keinen Endgegner. Hey, was rumpelt denn da unten lang? Holy fuck! Da ist sie. Goma, die Spinnenkönigin. Krasser Shit. Gepanzerter Spinnenparasit. Alles klar. So. Okay, alles klar. Ich habe schon gesehen mit einer Dekonuss. Boah, ich habe aber nicht so viele Nüsse. Ich kann sie nur treffen, wenn das Auge offen ist. Okay, alles klar. Okay, alles klar, alles klar, alles klar. Ich hätte sie anvisieren sollen. Also, mit dem Lock-on. Und dann kann ich natürlich die Zwille verwenden, sobald das Auge rot ist, oben. Okay, so. Runtergefallen. Und zack, 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 zack. Ich glaube. Ah, geschafft. Alright. Alles klar. Das Vieh sah früher doch anders aus. Ja, ein bisschen anders. Ne? Aber nicht so sehr. Es ging doch einigermaßen. Strawpoll Mütze an oder aussehen? Nein, kein Strawpoll. Ich lass die an. So, der erste Herzcontainer. Wir nehmen ihn. Oh, ein Herzcontainer. Oh Mann, das muss ja alles mitschleppen. Vier Herzen. So ist das schön. Und wir treffen. Nee, treffen wir schon den ersten Weisen? Nee, das kommt erst später, ne? Wir bekommen ja jetzt diese drei Items, damit uns der Weg geöffnet wird, zu Hyrule. Obwohl, hab Dank, Trant. Oh, gern geschehen. Ach nee, das fängt man danach an. Okay, jetzt müsste dann die Geschichte erstmal folgen. Du hast deinen Mut eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ich wusste, dass du mein Vertrauen nicht enttäuschen würdest. Doch du stehst erst am Anfang deiner Mission. Höre mich an. Nein! Du musst dran, mir bleibt nur wenig Zeit. Ich will nicht, ich will wieder nach Hause. Das ist so anstrengend. Also, ja, egal was ich gewählt habe, aber egal, hatte ich trotzdem schön. Höre, was ich zu sagen habe. Ein Diener des Bösen, der aus der Wüste kam, hat mich verflucht. Und er kam nicht aus Katar. Ah, da kommt jetzt die Geschichte. Ein wenig. Da erzählt er von Ganondorf, dem einzigen männlichen Gerudo, der seit 200 Jahren. Seit 200 Jahren, glaube ich, geboren. So war das doch bei den Gerudos. Obwohl ich mich da immer gewundert habe, wie die denn sich fortgepflanzt haben. Das böse Menschengestalt, weil sonst nur Frauen bei den Gerudos geboren werden. Aber ein Mann alle paar hundert Jahre. Das böse in Menschengestalt setzt seine diabolischen Kräfte rücksichtslos ein, um Zugang zum Heiligen Reich zu erlangen. In diesem Heiligen Reich ruht das, okay, man sagt Triforce, ne? Ich habe immer Treeforce gesagt, aber Triforce ist, glaube ich, das Richtige. Ein mächtiges Relikt der Götter und wartet auf den, der seine Kraft zu nutzen weiß. Link bekommt immer das Triforce des Mutes und Ganondorf das Triforce der Kraft, ne? Und Zelda das Triforce der Wahrheit.
vor tausenden Jahren, ja, jetzt wird die Geschichte erzählt, jetzt kann ich den 3DS mal beiseite legen, wird ein wenig die Geschichte dann erzählt von Zelda mit den drei Göttinnen, Faroe, Din und Nairu. Din, die Göttin der Kraft, Nairu, die Göttin der Weisheit, und da haben wir sie, Faroe oder Farure, die Göttin des Mutes. Ah, hier, ja, steht auch im Chat. Die Gerudos entführen auch Männer, um sich von ihnen schwängern zu lassen. Ja, irgendwie muss das doch funktionieren. Selbst wenn da Mädchen nur geboren werden, wer zeugt die denn? Das verstehe ich nicht. Und auch vor allem, wenn dann alles auf Ganondorf ruht, muss der dann auf Zeugungstour immer gehen oder was ist los? No? Das verstehe ich auch nicht. Das verstehe ich auch alles nicht. 726 Leute gerade aktuell dabei. Der Hammer. Wir haben diese ganzen Geschichten im Moment. Ihr könnt es wahrscheinlich hier nur... jetzt bin ich sehr nah dran an der Kamera. Nur klein sehen, aber ich habe hier das Hyrule Historia, das Buch. Das habe ich auch mal in einem Ausgepackt gezeigt, wo die Geschichte und die Timeline drin erwähnt wird. Sehr cool, das hat Kollege Mark für mich mitgenommen zu einem Interview mit Eiji Aonuma. Und unterschreiben lassen, also von dem Zelda-Creator seit Majora's Mask, der zuständig ist dafür. Und da steht nochmal die Geschichte drin und da ist auch verzeichnet, wie das passiert ist, dass die drei Göttinnen hier das Triforce gemacht haben und sozusagen dort die Kräfte der Welt gebündelt haben. Und die will natürlich Ganondorf für sich haben, um Tod und Verderben dann über die Welt zu verteilen. Okay, Death by Snusnu. Ja, wahrscheinlich. Das Buch habe ich auch als Legend of Zelda Fangirl. Oh, jetzt muss ich wieder klicken. Niemals darf es dem Teufel aus der Wüste gelingen, die Macht des Triforce zu erringen. Nie darf der, der Böses in seinem Herzen trägt, das Heilige Reich betreten. Der Dämon, der den Fluch auf mich legte und mir die Kraft raubte. Mein Ende naht, das Böse nagt an meinen Wurzeln. Obwohl du den Fluch gebrochen hast, kommt deine Hilfe zu spät, ich bin zum Sterben verdammt. Ja, hätte muss das alles auch sparen können. Ey, wie fix ich durch den ersten Dungeon gekommen bin, ne? Wenn man es einmal ein bisschen inne hat. Ich glaube, ich habe früher dann, als ich das erste Mal gespielt habe, bestimmt 2 oder 3 Tage gebraucht. Obwohl, nein, das nicht. Damals war ich, wie alt war ich jetzt rausgekommen? Ist 20. Also nicht 2, 3 Tage, sondern eher, da habe ich schon ein bisschen mich an das 3D gewöhnen müssen. Du bist des Landes letzte Hoffnung. Was, ich? Ich? Trant? Trant trägt auch eine Mütze. Oh, das Büchlein habe ich gestern unterm Baum ausgepackt, sagt Barquin. Ja, freut mich. Das ist ein echt cooles Buch, das Hyrule Historia. Kann ich Ihnen empfehlen. Das ist wirklich ein schönes Ding für Fans. Suche dort die Prinzessin auf, denn sie teilt dein Schicksal. Nimm diesen Stein an dich. Er war das Begehr des Mannes, der mich mit dem Fluch belegte. Genau. Wir brauchen diese 3 Steine aus den 3 Dungeons. Also aus dem hier, dann aus dem Dungeon der... der Steinmenschen. Wie ist denn nochmal? Fuck, wieso fällt mir denn der Name nicht ein? Wie ist nochmal die Steinmenschen? Das sind die... Ey, das kenne ich hier nun auswendig. Eigentlich die ganze Zeit. Ich habe vergessen, wie die Steinmenschen heißen. Da gibt es den Dungeon auf jeden Fall. Und dann später bei den Zoras, den Fischmenschen. Okay. Navi, hilf Trant, meinen letzten Willen zu verwirklichen. Oh, jetzt. Die letzten Worte ganz langsam. Ich ersuche dich, Navi, so lebt denn wohl. Goronen, das war's. Ey, ich bin so blöd. Ein Steinmenschen bauen. Zoras kenne ich, ja. Die Goronen, ey. Rup, rup, rup. Jedes Mal, wenn man an sie nah rangeht und sie aufstehen und sich wieder hinsetzen. So, lasse uns zum Schlosse Hyrule aufbrechen. Leb wohl, weiser Dekubaum. Guck mal, das fand ich auch sehr schön. Guck mal, Navi guckt nochmal sich einmal um und geht dann erst wieder. Das sind so diese kleinen Touches. Die haben es damals schon geil gemacht. Die haben es geil gemacht. Alright. Aber wir haben es... Hey du. Hey Trant, was hast du getan? Ich habe den Kokiri-Baum getötet und jetzt werde ich dich töten, du Hesletto. Der Deku-Baum, er ist tot. Wie konntest du das nicht zulassen? Es ist deine Schuld. Ich gehe jetzt mir die Hose wechseln, weil ich da reingekackert habe. Der läuft aber echt so rum. Ja, der traurige Nebeneffekt ist es, dass ich verbannt werde aus dem Kokiri-Dorf hier, weil
ich bin ja eigentlich kein Kokiri, ich bin ja ein Menschenjunge, der hier aufgewachsen ist, habe jetzt trotzdem meine Firma, dann kennt das, na gut, nicht Menschenjunge, sondern Hylianer. Warte mal, kann ich das mit der, obwohl, nee, so war schon gut. Guck mal, man sieht es hier an den spitzen Öhrchen, ne? Ja, die haben die Kokiri nicht, ne? Sondern nur ich, der Hylianer. Es wird nie geklärt übrigens, von welchem Link jeweils der Vater dann ist, oder? Ne, die haben sie auch. Die haben auch die spitzen Ohren. Wie kommt denn das? Ich dachte, die haben sie nicht. Na gut, dann eben doch. Ich wollte hier gerade meine Eloge über die Genealogie, die Herkunftskunde von Kukiris und von Hylianern machen. Aber dem war wohl nicht so. Ich werde verbannt, quasi. Wohn bitte nicht mehr hier, wir mögen dich nicht, obwohl wir dürfen ja noch rein. Und das fand ich auch traurig. Eigentlich ist Yesalia seine Freundin, kann man sagen, ne? Seine gute Freundin. Bevor ich weitere schlimme Sachen hier sage, belassen wir es dabei. Ich wusste, dass du den Wald eines Tages verlassen würdest, Trant. Aber das ist immer so traurig, so wie Trant dann bei uns aufgehört hat. Verlässt auch er den Wald. Denn du bist anders als meine Freunde und ich. Sicher hast du deine Gründe. Versprich mir, dass wir immer Freunde bleiben. Ja, jetzt küsst mich, du Schuft. Ich schenke dir meine Ocarina. Ach, das ist toll. Das ist toll, ich liebe die Ocarina. Und guck mal, wie Link sie auch anguckt. Ich meine, Trant. Hä? Oh, Alter. Krass. Voll die Ocarina, Alter. Die Feen-Ocarina, sie ist ein Andenken an Salia. Berühre sie, um sie zu spielen. Okay, das werden wir gleich mal ausprobieren, weil man spielt es bestimmt ein bisschen anders als auf dem N64. Okay, also. Und auch hier, ne? Link geht, aber Salia bleibt noch und guckt. Es ist voll traurig. Es ist voll sad. Aber nein, Link hat nur Augen für Prinzessin Zelda. Die übrigens ein bisschen komisch aussieht mit ihrem Hut, finde ich. Oh, und auch ein toller Moment. Das erste Mal die Ebene von Hyrule, die heutzutage ein bisschen klein wirkt natürlich, aber damals riesig groß gewesen ist. Jetzt kommt natürlich gleich dieser fucking, die fucking nervige Eule, bei der wir aufpassen müssen. Den ganzen Text, den sie sagt. Ja, hast du auch alles verstanden? Ja, nein? Dass wir dann Nein sagen aus Versehen und dass dann nochmal der ganze Text genannt wird. Das wollen wir nicht. Bisher. Sei willkommen, bist du bereit, Trant? Nee. Ja, ja, Schloss von Hyrule, da gehe ich hin. Halt die Schnauze. Ich weiß ganz genau, was... Oh nein, jetzt habe ich es gemacht! Ah, ich habe auf Nein gedrückt! Ich Vollidiot! Okay, nochmal. So. Ja, ich habe alles verstanden. Verpiss dich jetzt. Ah. Ich Vollidiot. Okay. Also, da haben wir es geschafft auf Hyrule und wir gehen mal auf die Karte hier. Wir sehen, das ist die Ebene von Hyrule. Sie ist für heutige Verhältnisse nicht so besonders groß, aber damals, ja, in der Mitte haben wir die London Farm mit den Pferden. Nach rechts kommen wir dann zu den Goronen über Kakariko, das Dorf. Nördlich ist Hyrule, die Stadt. Da wollen wir jetzt noch nicht hin. Etwas nördlicher haben wir noch die Zoras dann und im Westen sind die Gerudos, wo wir hinkommen. Das werden wir alles noch bei Zeiten dann angehen. Ich werde mich als erstes dann nach Kakariko begeben, weil das das Dorf ist, was den Goronen am nächsten liegt. Und was sagt die Zeit eigentlich? Oh, wir sind auch mit der Stunde dann fast vorbei, aber ich würde sagen, wir schaffen es heute noch nach Kakariko. Dann hat es auch ganz gut gepasst. Dann haben wir nämlich den kompletten Anfang und den ersten Dungeon gemacht. Und vielleicht passt das auch wirklich gut, so dieser Stundenrhythmus. Dann werden wir nicht vergessen dann morgen. Dann eben auch ab 19 Uhr, wahrscheinlich auch wieder mit so einer kleinen Pre-Show. Ey, guck mal, wie schön das ausschaut. Oh, guck mal, wie die Sonne dann untergeht. Ach, wie schön. Nicht vergessen, morgen um 19 Uhr natürlich dann nochmal sowas. Wenn es so wie heute läuft, dann ja, kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir das des Öfteren dann mal machen. Das war mal ein bisschen scary, weil dann sind hier die Skelette aufgetaucht. Die waren durchaus... Ja, okay, sie waren nicht knifflig. Aber sie haben mich ein bisschen Angst gemacht. Und das habe ich immer genervt. Da ist die Brücke, die dann sozusagen hochgezogen wird des Nächtens. Wenn man nach Hyrule oder nach Hyrule Town hier in die Hauptstadt rein will. Nur, du läufst und die Sonne geht unter. Und gerade im letzten Moment, ja, geht diese fucking Brücke hoch. Und du landest im Wasser. Okay, vor den... Nein. So. Okay, ich verstehe schon, dass die Eule nützlich war, damals,
um einen Hinweise zu geben. Aber gut. Oh, jetzt bin ich durch den durchgelaufen. Und jetzt kommen die. Ah, guck mal, Kakariko schon bei Nacht hier. Ah, war das so? Moment, innerhalb von den Städten ist die Zeit nicht weitergegangen, ne? Guck mal, auch hier der Wachmann. Hey Junge, was treibst du hier mitten in der Nacht herum? Ah, ich verstehe, du willst deinen Mut testen. Also, auf dem Friedhof. Oh, was rede ich denn eigentlich so mit einem Milchbubi? Ich muss Wache halten und meinen Mund halten. Es ist 1:37 Uhr. Genau die richtige Zeit, um Gräber zu besuchen. What the fuck? Geh nach Osten zum Friedhof. Legenden besagen, man könne die Ruhelosen mit einem königlichen Schlaflied besänftigen. Okay. Ah, jetzt bleibt die Frage natürlich, ne? Hätte ich doch zu Hyrule in die Stadt hin sollen, weil, ja, ich sollte es schon machen, ne? Und nicht zuerst nach Kakariko, weil ich kann zwar dann auch zu den Goronen, aber ich kann ja auch schon einiges in Hyrule Town machen und dort Zelda dann besuchen. Ihr könnt ja mal reinschreiben, ein paar Minuten haben wir noch. Soll ich hier in Kakariko erstmal weitermachen oder soll ich Zelda besuchen gehen? Was wäre denn der erste Weg? Guck mal, und der sah mir immer so scary aus. Menschen sind widerlich, meine Eltern sind widerlich, du bestimmt bist auch widerlich. Ja, ich schenke dir später noch das, was du brauchst. Und guck mal, da ist das Skulltula-Haus. Können wir da vielleicht rein? Erst Zelda treffen, sagt der Chat. Ja, ich tendiere zum Moment. Ist das Graffiti? Nee, das ist so ein tanzender Gorone auf dem Schild dann drauf. Da ist der Brunnen. Und ich höre die Skulltula, ich höre sie. Da ist sie. Ups. Oh, komm. Sag mal. Trau mich nicht näher ran. Trau mich nicht näher ran. Ja, und die Skulltulas, die goldenen kann man auch nicht anvisieren. So. Alter, scheiß Skulltula. Eine türkische Eule, was? Du aus wie Gollum. Brauchst sowieso den Pass von Zelda. Ach, das war's. Alright. Ja. Ich habe es verdüdelt. Stimmt, ich kann hier ja noch gar nichts machen. Weil ich den Pass brauche von Zelda. Ich Vollidiot, genau. Ich gehe mal hin und check das mal kurz. Wenn ich denn hoch zu denen will, dann sagt mir der Wachmann, der ja die Fuchsmaske gerne haben will. Scheiße, jetzt bin ich die Treppe runtergefallen. Der die Fuchsmaske gerne haben will, sagt er mir, nicht mit mir, Minjong. Gibst du mir mal deinen Reisepass? Wo ist er denn? Ach, du hast keinen. Dann fick dich ins Knie. Passieren nur mit König Arthur, okay. Hast du das Schild nicht gelesen? Du bist ja noch ein Kind. Sicher kannst du gar nicht lesen. Da hat er recht damit. Aber es passiert auch immer, dass ich aus Versehen das Schild zerhacke. Haha. Hack, hack. Ich kann es nicht lesen. Ich hacke es. So. Komplett zack. Dreckschild. Aber okay. Das stimmt, das stimmt. Alright. Aber gut, Leute, dann würde ich sagen, wir machen uns noch für die heutige Folge nach Hyrule Town auf. Zur Hauptstadt. Gehen dort rein und werden diesen Teil dann heute beenden. Passierschein A38, ganz genau brauche ich den. Muss ich wahrscheinlich von Obelix und Asterix dann holen. Ihr könnt Leute ja gerne gleich mal schreiben. Oder so, wenn natürlich jetzt nicht gleich dann losgehen, dann können wir noch bestimmt ein bisschen Nachpflege haben und ein bisschen darüber reden, wie euch das denn jetzt heute gefallen hat oder ob es da. Nein, wiederhol deine Worte nicht. Lass mich in Ruhe. Einmal gucken, was man denn bei den nächsten Malen anders machen sollte oder nicht anders machen sollte. Aber ja, das machen wir gleich im Anschluss. Und dann gucken wir denn mal. Wie gesagt, ich würde mich dann auch echt freuen. Oh, guck mal, gleich, die Sonne geht hoch. Wenn ihr dann auch morgen dabei seid, vielleicht können wir da die Verbesserungsvorschläge gerne schon anwenden. Wie gesagt, bei der Länge muss ich echt schauen, weil so viel länger als eine Stunde in der Form. Kommst du jetzt runter? Kommst du runter? Kann ich da nicht wirklich machen, speziell jetzt dann hier, aber das könnte man sicher nochmal dann ausdiskutieren. Da muss ich mal mit den EMP-Leutchen mal quatschen, was das angeht. Ach, guck mal, vorgerendert ist es hier. Ach, wie schön das jetzt ausschaut. Das sah so hässlich auf dem N64 aus, wenn man in der vorgerenderten Stadt dann gewesen ist. Aber das bequatschen wir dann gleich im Nachhinein im Chat. Alright, damit wäre Link angekommen. Auf dem Marktplatz von Hyrule. Wir speichern hier und beenden.
das heutige Sprite Singing Live. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Wir werden, wie gesagt, gleich nochmal im Chat miteinander ein wenig knatschen. Oh Gott, was ist denn knatschen für ein Wort, ne? Quatschen werden wir natürlich, aber bis hierhin bedanke ich mich und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, ihr seid morgen auch wieder dabei. Nicht vergessen, twitch.tv/emp_de und hinterlasst ein Follow. Kein Abo zum Bezahlen, ein Follow reicht schon, damit ihr Bescheid wisst, wenn dann die nächsten Folgen online gehen. Das machen wir morgen nochmal, eventuell mit Verbesserungsvorschlägen, die hereinkommen. Und ich hoffe, wir können es vielleicht dann sogar komplett durchspielen. Ich war der Gregor, das war Sprite Seeing Live. Sollte euch dieses Video gefallen haben, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt und natürlich auch ein Kanal-Abo hinterlasst, sofern ihr das nicht schon längst erledigt habt. Über neue Videos werdet ihr zusätzlich informiert, wenn ihr mir auf Twitter oder Facebook folgt.